Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch mal einen Kläransatz. Und zwar eine Brühe klären. So, wir wollen jetzt über Nacht auf dem Balkon bei mir. Im Kühlschrank wäre das natürlich noch besser. Aber da bekomme ich die nicht rein. Weil das ja doch ein bisschen mehr ist. Im Kühlschrank hätten wir jetzt wahrscheinlich eine schöne Fettschicht und das wäre noch mehr geliert. So ist das auch ein wenig geliert, aber nicht so viel. Aber es ist auch auf die Menge jetzt der Knochen. Jetzt seht ihr hier oben das Fett ein bisschen. Und das müssen wir uns natürlich abmachen. Ne? So viel wie möglich Fett abmachen. Bisschen holen wir nachher noch mit dem Klärfleisch raus. Wie gesagt, die ist jetzt richtig schön kalt und dann können wir dann gleich den Kläransatz machen. Es ist egal, welche Brühe ihr habt. Ob Rinderbrühe, Lammbrühe, Kalbsbrühe. Ich habe in dem Fall jetzt eine Ochsenschwanzsuppe, die ich gekocht hatte und ich wollte eine klare Ochsenschwanzsuppe draus machen. Zum Klären, ja, gibt es zwei Sachen. Man klärt entweder mit Klärfleisch und Eiweiß oder nur mit Eiweiß. Wenn ihr nur mit Eiweiß macht, bekommt ihr eure Suppe auf jeden Fall auch klar. Das Klärfleisch, das ist eigentlich nur, was Kraft gibt. Darum heißen denn manche Suppen einfach Consommé Double oder Rinderkraftbrühe. Das heißt, da haben wir nochmal Fleisch, was nochmal Kraft gibt, so wie das Gemüse. Die Zutaten für unser Kläransatz ist Klärfleisch, das ist in der Regel aus der Wade, aus der Hesse, ne? Also von unten vom Knie, ne? So, damit ihr das so wisst. Normal wäre das durch Wolf gelassen, ich habe keinen Wolf, jetzt habe ich mir das natürlich dann ganz klein fein geschnitten. Dann habe ich hier 8 Eiweiß, ihr könnt auch 10 nehmen, alles kein Problem. Eigelb müsst ihr andersweitig verarbeiten, für Kuchen oder wie auch immer. Und dann einfach Suppengemüse. Aus dem einen Teil Suppengemüse habe ich mir ein bisschen Einlage gemacht nachher. Und das andere mache ich mir in der Maschine klein. Entweder eine ganz normale oder Küchenmaschine, was immer ihr auch habt. Also das soll, entweder müsst ihr das klein würfeln, falls ihr keine Küchenmaschine habt, ganz fein würfeln. Oder in eine Küchenmaschine rein klein mixen und dann ist gut. Wichtig ist eigentlich bei der ganzen Sache, die Brühe muss richtig kalt sein. Das Klärfleisch muss kalt sein und das Eiweiß muss kalt sein. Deswegen muss ich jetzt auch einen Schlag anhauen, um den ganzen Kram anzusetzen. Das Fleisch mache ich jetzt einfach schon mal hier rein in das Eiweiß. Das zerrühre ich nachher noch. Das rühre ich durch. Jetzt mache ich mir einfach mein Gemüse klein. In dem Fall nehme ich meinen Thermomix, das geht am schnellsten. Das habe ich mir klein gemacht, das mache ich mir jetzt auch hier zu. Das ist jetzt auch nur noch für Geschmack, für nichts anderes. Würzen das Ganze nicht. Ihr könnt eure Brühe nachher zum Schluss noch ein bisschen Salz geben oder wie auch immer. Nach dem Klärvorgang. Jetzt Hände waschen oder Handschuhe anziehen und das Ganze einfach schön durchrühren. Und dann kommt das Ganze in der kalten Brühe rein. Dann kommt das so. Das ist jetzt Klärfleisch und Eiweiß. Das kommt jetzt einfach hier rein. Einfach kalt ansetzen. Und dann einfach einmal schön durchrühren, damit sich das verteilt. So, jetzt stellen wir uns den einmal auf, kurz auf vollen Power. So, jetzt nochmal ganz kurz zur Erklärung. Klären tut man da eigentlich, damit wir die Trübstoffe, die da drin sind, in dieser Soße, dadurch ist das nicht klar, dass wir die binden. Und das geschieht bei 70 Grad. Das Eiweiß und da bindet dann die vorhandenen Trübstoffe, die da drin sind. Das macht hauptsächlich ein Teil das
Klärfleisch, weil das auch mit sehr viel Eiweiß ist. Aber hauptsächlich ist es das Eiweiß. Das Klärfleisch gibt eigentlich nur noch Geschmack. Um hauptsächlich zu klären, ist einfach nur das Eiweiß da. Und wenn ihr das einfach nur mit Eiweiß macht, müsst ihr die ganze Zeit das Eiweiß auch ein bisschen schlagen und dann darunter heben. Ich stelle mir das jetzt noch mal ein bisschen höher, damit hier auch ein bisschen was passiert. Ich kann das dann nachher kleiner stellen. Ich muss noch aufpassen am Boden. Gut, das jetzt einmal zur Erklärung. So, jetzt kommt der hoch hier. Könnt ihr hier genau sehen an der Seite. Jetzt müssen wir das vorsichtig behandeln. So, jetzt stellen wir das natürlich klein. Das heißt, da bricht er so ein bisschen durch, sagt man. Jetzt hat er ja noch. Jetzt kommt er durch, da, voilà. Jetzt müssen wir das mit der Temperatur hinbekommen, dass das wirklich eine Stunde so vor sich hinsiedelt. Es darf nicht mehr kochen. So, jetzt können wir einfach nur warten. Ich lasse es jetzt so eine Stunde oder anderthalb Stunden. Ihr müsst nur aufpassen, dass es nicht kocht. So, das ist jetzt schon eine Stunde. Ich habe das jetzt auf Stufe 4, so leicht simmern, ganz leicht. Eine halbe Stunde lasse ich das noch. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen, wie klar die Brühe ist. Ihr habt es ja gesehen, wie sie vorher war, die Ochsenschwanzsuppe. Die goldene Farbe. Oh. Und schmecken tut sie einfach nur geil. Das lassen wir aber jetzt noch eine halbe Stunde drin. Dann haben wir die Kraft aus dem Fleisch rausgezogen. Sie siedelt ganz leicht vor sich hin. Das sieht man aber nur darunter. Aber das sollte auch. Hier kann man das sehen. Ganz leicht kommt sie. Und so soll das sein. Das reicht auch. Dann würde das schneller gehen, dann wird sie wieder kaputt gehen. Und das wollen wir ja nicht, ne? Der Klärvorgang ist jetzt abgeschlossen. Die Suppe ist klar. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch schön vorsichtig herausholen. Ihr seht, zum Beispiel jetzt bei der Ochsenschwanzsuppe, gestern ein Handtuch, heute beim Klärvorgang ein Handtuch. Also, das ist schon sehr aufwendig. Aber wie gesagt, ich habe zwei, drei Mal probiert und genascht und es ist ja einfach nur cool. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sowas macht man sich nicht so oft und wie gesagt, das ist auch. So, jetzt holen wir den Klärkuchen hier raus. Ganz vorsichtig. Viel passieren kann jetzt sowieso nichts mehr. Das hat jetzt anderthalb Stunden gesiedelt und eigentlich kann man den Klärkuchen auch gleich ganz wegwerfen, weil da kommt jetzt sowieso, aber so kann er noch gut drin abtropfen und die Brühe, die wir jetzt haben, die kann er schön durchziehen. Jetzt könnt ihr sehen, wie goldbraun das ist. Sollte noch irgendwas am Boden sein, nicht abkratzen. Einfach so lassen, bis ihr das draußen habt. So, das schneiden wir jetzt auch nicht das Stück, weil dafür ist das, dass die Lehrlinge lernen sollen. Man kann es auch ein bisschen schneller rausholen, ist klar, aber wenn man da am Anfang dabei ist und so, dann ist das. Dann ist man sowieso immer ganz vorsichtig. So, jetzt holen wir das alles ganz vorsichtig raus mit einer Kelle oder wie auch immer. Das lassen wir jetzt hier so schön. Eigentlich könnt ihr jetzt schon sehen, wie hier die Farbe. Sag mal, Leute. Einfach nur geil. Und ruhig ein bisschen vorsichtig. Weil wir wollen ja jetzt auf den letzten Meter nicht, dass das Ding hier noch verkackt wird, ne? Obwohl, wie gesagt, eigentlich kann da jetzt nichts mehr passieren. Aber wir haben ja schon Pferdekotzen sehen von der Apotheke, ne? Schön langsam. Und da ist ja noch ein bisschen Fett drin, ne? Und wenn wir das zu schnell machen, nicht, dass das Fett damit reinkommt,
So, jetzt schütteln wir den Rest einfach. Ich muss ja mal eben ganz kurz gucken, wie voll der überhaupt ist. Oh, das passt alles rein. Gut. So, jetzt nehmen wir das Ganze natürlich hier runter. Wie gesagt, für ein Passiertuch hat der nimmt eins. Und sonst nimmt den ganz einfach ein sauberes Handtuch. Und gut ist. Und ich glaube nicht, dass jeder Haushalt ein Passiertuch hat. So, jetzt seht ihr da oben noch ein bisschen Fett. Dafür machen wir uns ein Stück Papiertuch im kalten Wasser. Ihr könnt auch schnell einmal Eiswürfel reinlegen. Und schon habt ihr ein paar Fettdinger weg. Oder ihr legt Eiswürfel rein. Weil Eiswürfel bindet. Oh, ist die geil. Da muss ich jetzt nichts zu sagen. Das ist einfach nur gut. Da seht ihr noch ein bisschen, wie gesagt, das mit in der Fettaugen würdet ihr wegbekommen, wenn ihr jetzt Eiswürfel rein machen würde. Also das würde man auf jeden Fall da machen. In der gehobenen Gastronomie, da würde man das rausmachen. Das bisschen jetzt für mich ist in Ordnung. Jetzt kommen wir zum Thema Anrichten. Da nehme ich mir jetzt zwei, drei Stücke raus. Und jetzt holen wir uns die Bouille auf. Die Suppe wurde geklärt. In diesem Fall war es eine Ochsenschwanzsuppe. Jetzt haben wir eine klare Ochsenschwanzsuppe. Sie sieht richtig klar aus, so wie sie sein soll. Also macht ihr das genauso, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich kann euch nur sagen, wie immer, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, es bringt euch was. Mir auf jeden Fall. Und ja. Und tschüss, ne? Euer Ariel.